willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge vom Pokémon Musikquiz und wir sind nun endlich im ersten Halbfinale und heute habe ich natürlich die beiden Halbfinalisten, die ersten beiden mit am Start und zwar auf der einen Seite den guten alten Octopaul. Soundquiz! Und auf der anderen Seite den guten alten Pokebazi. ASMR Bazi ist back am Start. Und Leute, heute geht's los. Die Sache ist, Bazi ist ja tatsächlich kurzzeitig Rekordhalter gewesen, was die Punkte angeht. Scheiß Regen. Ja, war ich auch in der ersten Folge. Das ist eine sehr gute Aussage, Alter. Sehr gut, Present. Also wir haben hier die Rekordhalter auf jeden Fall am Start, so muss das natürlich. Oder ehemalige Rekordhalter. Und was erwartet ihr euch? Glaubt ihr, ihr werdet hier gewinnen? Ich glaube, heute wird ein neuer Rekord aufgestellt. Ja, Mann. Okay. Wir toppen Steve. Heute wird die erste Person im Halbfinale gewinnen. Das ist meine Spekulation. Alter, das ist Rekordhalle, ist der erste Finalist dann, ne? Ja. Das kann weder Regi noch Shiro hinkriegen. Die ewige Nummer 1. Aber ich würde sagen, wir starten auch direkt mal, oder? Mit dem allerersten Track. Und es ist direkt ein Hauptspiel in der ersten Schwierigkeit. Wir fangen einfach an. Ich hab Angst. Und nebenbei eine kleine Information. Es kann auch tatsächlich schon sein, dass wir Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli Soundtracks hier heute hören. Diese werden als Hauptspiel identifiziert in dieser Folge. Ich würde sagen, let's go. So, der erste Track direkt. Es ist ein Track, den man auf jeden Fall das ein oder andere Mal gehört hat. Aber weiß man denn den Track? Ich wäre enttäuscht, wenn ihr es nicht wisst. Sagen wir es mal so. Na toll, drück's mir halt noch rein. Ich wäre sogar sehr enttäuscht. Aber ich will noch nicht sagen, wieso ich sehr enttäuscht wäre. Aber das ist okay. Also anscheinend okay, schon ein Track, wo ihr Probleme habt. Ich merke schon. Ich habe eine Vermutung. Ich bin mir unsicher. Also ich kenne den Track auf jeden Fall. Also man hat ihn auf jeden Fall gehört. Hundertprozentig. Na, das ist so ein. Das ist ja, darfst du jetzt nicht sagen, ne? Sonst kannst du ja nicht Paul. Nein, ich habe absolut keinen Plan. Sicher, das ist nicht Schwierigkeit 1. Das ist Schwierigkeit 1 und meiner Meinung nach auch verdient dort. Okay, warte, wenn du sagst, das hat man auf jeden Fall mal gehört. Hat man gehört, vor allem, ich glaube, ihr beide. Also, ihr habt es auf jeden Fall safe gehört? Ja, ich kenne den Track. Ich überlege gerade, ich bin mir auch ziemlich sicher, welches Spiel. Die Frage ist, ob ihr es im Originalspiel gehört habt. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel verraten war. Okay, warte, jetzt hast du mich irritiert. Fuck. Möglicherweise habe ich auch den guten alten Quizmaster-Move gebracht und will dich nur verunsichern, Paul. Oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du mich wirklich verunsichert. Ich sag immer, man sollte mit seinem ersten Gedanken gehen, aber vielleicht ist ja doch der zweite Gedanke der richtige. Man weiß ja nie. das ist so. Nee, boah, Alter, nee. Das fängt schon richtig. Gott sei Dank gibt das nur einen Punkt hier. Also zwei. Ich bräuchte bald eine Antwort von euch beiden. Mann, du kannst mich doch nicht irritieren. Tja. Das gehört halt auch dazu. Wir sind hier im Halbfinale. Hier werden keine Scherze mehr gemacht. Hier geht's ordentlich ab, Leute. Dürfen wir es nochmal hören? Je nachdem, was Bazi dazu sagt. Ja, das ist okay. Aber ihr müsstet danach sofort eure Antwort einloggen. Oh Gott. Okay. Dann würde ich sagen, hören wir es nochmal. Meiner Meinung nach geht dieser Track richtig, richtig ab. Also, der ist schon gut. Der ist schon gut, meiner Meinung nach. Ja, was okay, ich hab eine Vermutung. Ich hab keinen Plan. Ich lock jetzt, glaube ich, einfach das hier ein. Das Wichtige ist vor allem, dass man überhaupt ein Spiel schreibt, weil das gibt immer einen Punkt, wenn man es denn richtig errät. Die Leute werden mich jetzt auslachen. Ich hab legit keinen Plan. Ich hab's im Kopf irgendwie. Also, sobald ich es eingeloggt habe, kann ich auch erklären, was ich damit meine. Und zwar, Paul hat auf jeden Fall schon eingeloggt. Ich tippe gerade, Moment. Okay, die Sache ist, man hat diesen Track auf jeden Fall in späteren Spielen gehört, weil der, soweit ich weiß, auch, glaube ich, als Battle-Track auswählbar war. Also Remix ist sozusagen davon. Und zwar war es ein Track aus Pokémon Platin, beziehungsweise Diamant Pearl. Ja, das hatte ich zuerst. Warte, sag mir nicht, dass es mein erster Guess war. Es ist der Track gegen die Kampf-Koryphäe. Ich hasse dich! Das war dein erster Gedanke. Ich hasse dich, ja!
Das war. Ich so die ganze Zeit, das ist das doch. Und du so, habt ihr es denn im Originalspiel gehört? Und den hat man auf jeden Fall gehört. Was gewusst? Also sozusagen Battle Frontier Brain, für die Leute, die es auf Englisch es, nur kennen. Ja, ich sag doch, manchmal ist der erste Gedanke. Ja, ich höre nicht mehr auf dich. Gemeiner. Aber damit hat Paul immerhin schon mal einen Punkt und Bazi noch 0 Punkte. Aber wir haben noch 11 Musikstücke vor uns. Das muss noch gar nichts heißen. Deswegen würde ich sagen, jetzt machen wir direkt mal weiter. Jetzt wird gehört. Nee. Mit einem Spin-Off, was ihr beide gespielt habt. So, ihr habt das Spin-Off, wie gesagt, beide gespielt und ihr habt anscheinend auch schon beide eine Idee, so wie ich das hier mitbekomme. Ich hatte gerade wieder auch einen ersten Gedanken, wenn es dieser erste Gedanke war, dann. Also ich sag immer, man sollte mit seinem ersten Gedanken gehen, aber manchmal ist es am Ende dann doch der zweite Gedanke. Also man weiß nie. Sei einfach ruhig, mach's nicht kaputt. Ich mach's nicht kaputt, das ist immer noch deine Entscheidung. Ich glaube, ich habe beim Spiel recht. Manchmal lohnt es sich tatsächlich auf der Arbeit, wenn man ein Video schneidet, welches keinen Ton hat und man dann einfach Playlisten im Hintergrund anmachen kann. Manchmal variiert das, manchmal ist es 80er-Mucke, manchmal ist es 90er-Mucke, manchmal höre ich mir tatsächlich Pokémon-Soundtracks auf der Arbeit an. Ist halt auch echt, ne? Also Pokémon hat so eine krasse Vielfalt an Musikstücken. Das ist wirklich, wirklich stark. Ich muss das gerade richtig komisch beschreiben. Ich höre halt mir so viele Musikstücke für dieses Format an und ich stoße immer wieder auf neue Perlen sozusagen, die man sich gerne anhören kann. Und wir haben zwei Antworten und ich fange mal mit Pauls Antwort an. Paul hat geschrieben, dass es aus Battle Revolution kommt, bunte Arena bei Nacht. Ich glaube, man konnte auch Schlurp beziehungsweise die Entwicklung irgendwo in der Arena sehen. Reicht das als Erklärung? Okay, ich weiß aber schon mal, dass du damit nicht recht hast, weil ich habe Battle Revolution nicht gespielt. Du meintest, dass du es sporadisch gespielt hättest. Und die Sache ist nämlich, dass es ein Track ist, den musst du gehört haben, wenn du das Spiel schon einmal angemacht hast. Nein. Denn Bart hat geschrieben, Pokémon Tekken Menüauswahl. Und es ist der Title-Screen-Track von Battle Revolution. Das heißt, wenn du das Spiel angemacht hast, musst du es gehört haben. Und dadurch, dass du meintest, dass du es schon mal gespielt hättest, wenn auch nur sporadisch, konnte ich diesen Track verwenden. Als ob, warum habe ich da oben Battle Revolution aber eher sporadisch geschrieben? Was bin ich bitte für ein Idiot? Du hast es mir so mitgeteilt. Und deswegen habe ich mir den Title-Screen-Track ausgewählt. Und ja, dafür bekommt Paul, wie gesagt, einen Punkt, weil er das Spiel richtig geschrieben. Und Bazi hier auch leider 0 Punkte. Ah, das aber man konnte wirklich Stuplex sehen. Da hatte ich recht. Aber jetzt muss ich mir selber nochmal gucken, was für Spiele habe ich überhaupt gespielt. Gut, dass du das weißt. Okay. Ich würde sagen, wir machen weiter. Keine Angst, wir machen jetzt hier keinen Spin-Off, sondern ein Remix. Aber ein einfacher Remix. Ja. Das ist wirklich einfach. Wenn ihr das nicht wisst, bin ich enttäuscht. Ja, sei ruhig. So, dieser Remix kommt vom lieben Carmex. Ich habe ja schon den einen oder anderen Remix von ihm verwendet. Link natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, Bazi, hast du denn eine Idee, was es ist? Weil ich sehe Paul schon am Tippen. Wisst ihr denn, worum es sich hierbei handeln könnte? Meiner Meinung nach ein Remix, der sehr, sehr stark am Original ist. Das heißt, wenn man das Original kennt. Ich wollte noch gar nicht abtippen, aber ich glaube, es ist richtig. Aber wenn ich noch was korrigieren darf, darf ich noch was korrigieren? Du darfst noch korrigieren. Wenn du es versehentlich abgetippt hast, ist es okay. Also, Enter gedrückt hast. Ich glaube, es ist richtig. Ich lasse es einfach drin. Ich habe keinen Plan, tatsächlich. Also, das Ding ist, ich habe es irgendwo mal gehört. Es ist so ein Track, den man eigentlich kennt. Aber ich merke schon, das ist heute gar nicht mein Tag. Ich bin auch gerade echt enttäuscht, ne? Was ich mir für die erste Schwierigkeit ausgesucht habe. Ich dachte bei allen, Alter, das habt ihr alle easy, ne? Also, ihr beide. Aber ich muss sagen, wir haben auf Bazis Seite das Schwarz-Weiß-Rival-Theme und auf Pauls Seite Sonne, Mond, Lunala oder Sauger Leo. Es ist der Ultra-Necrosma-Theme oder das Ultra-Necrosma-Theme aus Ultra-Sonne und Ultra-Mond. Hatte Paul Sonne und Mond oder Ultra-Sonne, Ultra-Mond? Ultra-Sonne, Ultra-Mond. Das heißt, Paul bekommt dafür keinen Punkt. Ach, come on. Hey, cool, das heißt, also, du hast nur 2 Punkte, ich hab 0. Also was ist hier heute? Ich bin gerade echt aber toll. Warte, ich habe gesagt, wir werden Steve toppen. Die hören sich doch super ähnlich an. Also das
Man merkt schon auf jeden Fall, dass es Ultra Necrozma ist. Ja, easy. Ah, doch, stimmt. Jetzt habe ich es wieder im Kopf. Ah, ja, jetzt, wo du sagst, du? Ja, never mind. Deswegen würde ja, okay. ich sagen, wir machen weiter. Schließ das jetzt alles mit einem Hauptspieltrack ab. Jetzt, und Leute, jetzt kommen die Punkte erst. Wir machen es reverse. Ab jetzt geht's richtig los. Und die Sache ist, wir haben ja noch viele Tracks vor uns, die ordentlich Punkte bringen. Ich habe den Satz vielleicht schon das ein oder andere Mal gebracht, aber wenn ihr das nicht wisst, bin ich wirklich enttäuscht. dann weiß ich echt nicht mehr weiter. Das Ding ist, also ich nicht nur du. Nicht nur du. Leute, was ist das? Das können zwei Sachen sein. Denkt nach. Überlegt nochmal, was. Ich habe das Spiel auch gerade gespielt. Was für ein Spiel könnte es sein? Welches Spiel nur? Was für ein Track könnte es sein? Das ist jetzt die Frage. Wisst ihr es denn? Habt ihr denn eine Idee? Ja, das Spiel ist ja. Komm hier, fuck it. Ja. Let's go. Einfach rein damit. Oh, Mann, Leute. Ich gehe mit meinem ersten Guess. Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal von beiden Seiten das richtige Spiel. By the way, das war ein Versprecher, das war nicht geplant. Ja, jetzt habe ich fast gedacht. Aber wir haben tatsächlich zwei verschiedene Antworten trotzdem. Beide haben natürlich geschrieben, Let's Go, also Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, ist total richtig. Dafür gibt es jeweils einen Punkt. Okay. Barzi hat geschrieben, dass es das Arena-Leiter-Theme ist. Ja, Paul hat geschrieben, dass es das Trainer-Battle-Theme ist. Und natürlich, es ist das Arena-Leiter-Theme. Wow, okay. Damit bekommt Barzi zwei Punkte. Und Paul ein Punkt, damit hat Paul insgesamt drei und Barzi zwei Punkte. Und ich soll ich es noch trauriger machen? Ich habe gerade zwei Arenen gemacht. Ich wollte sagen, also wirklich, ich weiß, dass ihr, ich habe extra geschaut, okay, ihr müsst einen Track, also ich nehme einen Track aus Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, was ihr safe gehört habt. Und ich weiß, dass ihr mehrere Arenen bisher gemacht habt, deswegen dachte ich, Alter, das müsst ihr doch wissen. Oh, heute ist nicht mein Tag. Okay. Aber, ja, also okay, ich bin auch von Paul echt enttäuscht, also in Stufe 1 so reinkacken. Also, aber da, Leute, da siehst du halt mal wieder, ich brauche meine Gen 1, damit ich was kann. Das ist total okay, denn jetzt kommen nochmal die saftigen Punkte und vielleicht könnt ihr jetzt nochmal zeigen, was ihr drauf habt. War das ein Spoiler auf das Safcon-Theme? Ganz genau. Deswegen würde ich sagen, Schwierigkeit 2, let's go, wieder mit dem Hauptspiel. So, oh wait, wir sind schon? Jetzt hier. Ja, das war schon, das 20 Sekunden. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, schon in der zweiten Schwierigkeit angekommen. Es wird nicht einfacher von Jan, aber es ist auf jeden Fall ein Track, der erratbar ist. Vor allem, weil meiner Meinung nach dieser Track sehr, ja, eindeutig, also nicht eindeutig, aber es ist ein sehr besonderer Track. Den kann man sich denken. Paul hat nebenbei auch schon eingeloggt. Nee, ich habe was eingetippt, ich bin mir aber nicht sicher. Das ist natürlich jetzt die Frage, was für ein Track könnte es sein? Liegt es euch vielleicht auf der Zunge? Habt ihr es vielleicht im Kopf oder seid ihr auf der komplett falschen Pferde? Wahrscheinlich auf der komplett falschen. Also ich weiß nicht, ist Paul einverstanden, wenn wir es nochmal hören? Ich habe schon eingegeben. Paul hat eingeloggt, deswegen müsstest du mir jetzt den Track schreiben. Heute ist echt nicht mehr unser Tag irgendwie. Ist okay, Mensch, ist okay. Wir haben noch genügend Tracks, ne? Schlechter Start. Ich habe keinen Plan, ne? Ich hätte es gerne nochmal gehört, ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich find's interessant, dass ihr beide genau die gleiche Idee habt, aber ein bisschen anders es geschrieben habt. Paul hat geschrieben, dass aus Omega Ruby Alpha Saphir kommt, das Himmelturm-Theme. Barzi wiederum, dass aus Pokémon Smaragd kommt, das Rayquaza-Theme. Also wir hatten schon mal ähnliche Intentionen. Das Ding ist, ich hatte tatsächlich auch erst den Himmelturm stehen. Aber. Die Sache ist aber, erstmal, es kann es gar nicht sein, weil es zu HD sozusagen klingt. Es ist tatsächlich keins von den beiden, sondern es kommt aus Pokémon X und Y der Yantara City Track. Ich wollte zuerst X und Y. Das hat sich viel zu episch für eine Stadt angehört. Aber ich finde, das ist gut passend. Also, ich finde, das ist auch ein Track, den kann man zu X und Y gut
ja, kombinieren, also dem Spieler passt er dazu. Und vor allem, man kennt halt die Stadt. Dort bekommst du den Megastein, das erste, beziehungsweise den Megaring mit Megalokalien. Ja, aber seit wann hat eine Stadt so ein episches Theme? Der Anfang hat sich auch danach angehört und dann ging es irgendwie rüber und dann dachte ich so, nee, das ist Oras. Ich dachte auch so, der Anfang kam so, als kommt Rayquaza gerade aus dem Himmel mit dem Kopf runter oder so. Ja, deswegen sind wir auch schon in der zweiten Schwierigkeit. Natürlich sollte es auch nicht so einfach sein, ne? Aber wow, okay. was ist diese Folge? Ist immerhin noch nur ein Punkt hinter Paul immer noch. wir hatten schon andere Sachen. Aber alles gut, Leute. Wir haben noch genügend Tracks. Jetzt kommt wieder ein Spin-Off. Und ich sehe tatsächlich, dass Bazi direkt eine Idee hat. Und Paul anscheinend auch. Also ein Track, den man, glaube ich, auch kennt. Wenn man dieses Spin-Off gespielt hat, dann wird man diesem Track auf jeden Fall begegnet sein. Sagen wir es mal so. Also man hat ihn gehört im Spiel, wenn man das Spiel normal durchspielt. Gehe ich einfach mal so davon aus. Wenn nicht, würde ich mich ein bisschen wundern. Und ihr seid auch schon fleißig am Tippen. Ihr habt, glaube ich, eine richtige Idee. Ich weiß natürlich noch nicht. Ihr habt noch keine Antwort geschrieben. Aber ich denke mal, ihr könntet auf dem richtigen Weg sein. Keine Ahnung. Wollen wir es nochmal hören, bevor jemand einen... Paul hat eine Antwort. Ich hab schon. Ach man, hör mal auf, so früh einzuloggen. Ich brauche somit eine Antwort von dir. Ich weiß nicht, ob man das so nennt. Ich schreibe es jetzt einfach mal. Es sollte klar sein, was ich dann meine. Wir haben zwei komplett verschiedene Antworten. Ich hoffe gerade so. Paul so. Hat geschrieben, dass aus Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel, Dunkelheit, Zeit. Ich hatte erst PMD2 stehen, ich war mir aber nicht mehr sicher. Und zwar ein Monsterraum. Bazi wiederum hat geschrieben, dass es das TCG Battle Theme sein soll. Okay. Und ich muss sagen, Paul ist auf der komplett richtigen Spur. Es ist ein Monsterraum aus Pokémon Mystery Dungeon. Ja, Himmel, Dunkelheit, Zeit. In dem Fall passt das. Und somit hast du 3 Punkte. Würde es eigentlich reichen, wenn ich den Tracknamen auch nehme, aber das Spiel falsch ist? Weil bei Mystery Dungeon war ich mir nämlich nicht sicher, welches Mystery Dungeon das jetzt ist. Also die Sache ist, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Blau und Rot und dann eben den späteren PMDs. Eben. Bei dem ist das ja natürlich jetzt hier kein Problem, weil du hast Himmel, Dunkelheit, Zeit geschrieben. Ja, ja. Ja, aber wenn ich jetzt Super Mystery Dungeon gesagt hätte. Wenn du Super Mystery Dungeon geschrieben hättest, wäre schon was anderes gewesen. Beim Monsterraum, je nachdem, da hätte ich wahrscheinlich nochmal reingehört, wie groß die Unterschiede sind. Okay. Das kommt immer so ein bisschen auf den Track an. Es gibt Tracks, die kaum einen Unterschied haben, da lasse ich das dann zählen. Wenn die Tracks aber extrem starke Unterschiede haben, dann kann ich das nicht zählen lassen. Da war ich mir gerade echt unsicher. Aber du hast die volle Punktzahl und Bazi hat sich ein bisschen verrannt mit dem Spiel. Ich hatte erst PMD2 stehen und dachte mir so, nee, irgendwie habe ich, nee. Du hast nicht die Vibes gespürt, ich merke schon. Wie ist der Stand? Ich habe 2, Paul hat 6. Paul hat aktuell 6 Punkte tatsächlich sogar schon. Schon. Wir haben noch 6 Musikstücke und ich würde sagen, wir machen auch direkt mal weiter mit einem Hauptspiel in der zweiten Schwierigkeit. Ich kenne den Track. Es ist auch ein Track, den man auf jeden Fall gehört hat, wenn man das Hauptspiel natürlich gespielt hat. Ja, heute scheint es nicht so zu laufen für Bazi, aber das Sabotage. Sache ist, der Abstand ist halt noch nicht so hoch und somit kann noch alles passieren, vor allem bei den Vierer-Tracks, also wo es 4 Punkte gibt, da ist alles offen. Und ich glaube, da wird es auch tatsächlich Tracks geben, wo man auf einmal so einen Gedankenblitz hat und weiß, oh, das kenne ich. Ah, nee, warte. Bazi hat nebenbei schon eingeloggt, Paul, das heißt, ich warte. Ja, ist voll easy, die 0 Punkte hole ich mir. Ich habe gerade das Spiel nochmal geändert, weil ich glaube, das Spiel war erst falsch. Okay, ich bin gespannt, aber Bazi, solltest ein bisschen mehr deine Fähigkeiten vertrauen. Vielleicht bist du ja total auf dem richtigen Weg. Nee, wenn du schon so kommst, dann definitiv nicht. Man weiß nie. Man sollte hier nicht aufgeben, nicht zu früh. Wir sind noch nicht am Ende. Ja, das Problem ist, der Paul hat eine Ahnung und das ist nie ein gutes Zeichen, weil angenommen, der hat das jetzt wieder richtig, dann hat er schon 9 und ich habe noch 2. Ich glaube, das Spiel habe ich, aber der Trackname. Der Trackname, das ist nämlich jetzt das große Problem. Was für ein Track ist es? Also wie gesagt, das ist wirklich so ein Track,
da kann ich gut verstehen, wenn einem der Name nicht einfällt vom Track oder die genaue Zuordnung. Aber man hat auf einmal eben diesen Track im Kopf, denke ich mal, wenn man, wie gesagt, das Spiel öfter mal gespielt hat. Und ich glaube, das hat gerade Paul. Ja, ich nicht. Diese Sache. Aber Paul, ich bräuchte jetzt so ziemlich deine Antwort. Sonst gibt's eine Disqualifikation. Okay, wir haben zwei Antworten, die beide auf das gleiche Spiel abziehen, und zwar Pokémon Schwarz-Weiß, beziehungsweise Schwarz-Weiß 2 hat Paul geschrieben. Paul hat geschrieben, dass das Höhlentheme sein soll und Barzi, dass es die Anfangsstadt ist. Es gibt ein Höhlentheme in der fünften Gen? Höhlen. Okay. Höhlentheme. Warte. Ja? Kann es sein, dass es das Theme von N ist? Nein. Okay. Es ist das Theme in der Traumbrache, da wo Somniam wurde. War ich nie drin. Kommt. Okay. Da muss man eigentlich hin. Ach so, stimmt, warte mal. Ich dachte, nee. Ja. Aber damit würde ich sagen, ja, ihr bekommt erstmal beide einen Punkt, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und wir können auch direkt mal weitermachen mit dem nächsten Theme und auch dem letzten aus der zweiten Schwierigkeit. Nochmal ein schön chilliger, ruhiger Track. Oh. Und mal sehen, zum Abschluss dieser Runde, mal sehen, ob er auch so gechillt für euch sein wird, also, oder vielleicht. Google mal kurz, ob das wirklich Probleme. Das ist. Warte mal. Also, hast du auf jeden Fall schon eingeloggt nebenbei? Ich wollte nur gucken, ob das zweite bei mir auch wirklich. Und der Name, ob der korrekt ist, meinst du? Ja, ob das auch das ist, an was ich denke. Und ja, ist es okay. Okay, also Barz hat wie gesagt eingeloggt. Paul, hast du denn schon eine Idee? Ich denk mal. Ich hab eine Idee. Man kann das Spiel erkennen, aber ob man auch genau weiß, was für ein Track es ist, das ist jetzt die große Frage. Also den Namen dürfte ich theoretisch googeln, damit ich es jetzt nicht ganz komisch beschreiben muss. Du kannst, also lieber ist es, wenn du es beschreibst. Also mir ist es lieber, weil du halt sonst was googeln könntest. Wenn du es beschreibst, weil die Sache ist, wenn du es beschreiben kannst und ich es an der Beschreibung eben erkenne, dann ist alles super. Ich glaube, ich hab's. Hab ich's richtig geschrieben? Ist ja egal, du weißt, glaube ich, was ich meine. Jo, wir haben zwei Antworten. Beides jeweils Orte aus Omega Rubin Alpha Saphir. Und zwar hat Paul geschrieben, dass es aus Faustau Hafen kommen soll. Und Barzi, dass es aus Wurzelheim kommen soll. Aber ich muss sagen, weder noch tatsächlich. Okay. Oh. Es ist das Theme aus Laubwechselfeld. Nicht Wurzelheim, nicht Faustau Hafen. Dafür bekommt ihr natürlich jeweils einen Punkt. Aber hier hätten natürlich noch mehr Punkte drin sein können. Habe ich jetzt schon mal als Chief? Also du hast jetzt 4 Punkte. Okay. Und Paul hat jetzt ganze 8 Punkte. Das heißt, du kannst jetzt noch mal komplett alles rausreißen mit der letzten Runde. Was ist das für eine Folge? Ja, großartiges Halbfinale. Also, ihr könnt noch einen Rekord aufstellen. Es gibt noch 16 Punkte in der Theorie. Okay, los geht's. Ich würde sagen, let's go direkt zur nächsten Schwierigkeit. Und dieses Mal tatsächlich ein Remix ganz am Anfang. Oh, genau. Ja, geil. Das war's mit den 4 Punkten. So, habt ihr eine Idee, Nein. was es sein könnte? Wir sehen die letzte Schwierigkeit. Bitte okay, ich würde sagen, wir hören uns einfach direkt an. Du Heilige. Ich persönlich finde es auch super, super schwer, aber wir sind hier nicht umsonst in der letzten Schwierigkeit. Und ich denke, auch bei den Zuschauern wird es nicht jeder wissen. Wäre wirklich krass, wenn das viele wissen, aber ich merke schon, ihr habt auf jeden Fall Ideen. Also ihr schreibt schon, ihr seid schon fleißig dabei, aber möglicherweise ist es natürlich nur gerate, aber es ist überhaupt kein Problem, jetzt hier in der dritten Schwierigkeit zu raten, weil möglicherweise hat man dann auf einmal sehr viel Glück und vor allem gibt es immer Punkte für das richtige Spiel, was auch noch wichtig sein kann. Nee, das ist falsch. Ich möchte mich an der Stelle mal bei meiner Mama entschuldigen, ich bin selber enttäuscht von mir. Sie ist auch enttäuscht von dir. Alter, was soll denn das? Lass mal eine Mami aus. Nein! Du bist damit angefangen. Ja, aber ich darf das, meine Mutter. Ja, okay.
So, Bazi, ja. Paul hat schon eingeloggt. Ich bräuchte bald deine Antwort. Und tatsächlich, Bazi hat jetzt auch eingeloggt. Und wir haben zwei Antworten, die beide... Eingeloggt, okay. ...aus Diamant und Perl und Platin kommen. Paul hat geschrieben, dass das Surfing-Theme ist. Und Bazi, das GTS-Theme. Und ich bin gerade extrem schockiert, weil Bazi hundertprozentig richtig ist. Als ob! Hä? Es ist das GTS-Theme. Ich war so kurz, ich hatte erst diese scheiß ich hatte diese Drecks-Wettbewerbshalle und dachte dann, nee, das ist glaube ich das einzige Spiel, wo ich diese Drecks-GTS im Kopf hatte. Ich hab nie die scheiß GTS benutzt. Ja, deswegen ja, habe ich mir was gedacht, dass es fast niemand hier benutzt hat und somit auch natürlich schwieriger ist, aber man hat es vielleicht trotzdem irgendwie gehört oder kann sich es vielleicht denken, weil... Das hat sich einfach so Future-Shit-mäßig genau, angehört. Genau, es hört sich eben auch so ein bisschen danach an, wenn man eben die neuen GTS kennt, dann kann man sich das vielleicht noch ableiten. Das sind die beiden Remakes von Carmex und tatsächlich hat Bazi die vollen 4 Punkte und das ist jetzt nochmal spannend. Bazi hat jetzt 8 Punkte und Paul aktuell 9 und jetzt ist nochmal alles offen. Bringt's was, wenn ich den Artist reinschreibe? Carmex hätte ich erkannt. Nein, das hättet ihr. Würde ich jedes Mal Glitchic City reinschreiben, weil ich die anderen nicht kenne. Deswegen würde ich sagen, wir machen weiter wie ein Hauptspiel in der dritten Schwierigkeit und mal sehen, es bleibt spannend. Ich würde sagen, dass es tatsächlich der einfachste Track in der dritten Schwierigkeit ist. Na komm, geh einfach, Alter, geh einfach. Weil er möglicherweise direkt gefunden werden kann, wenn man eben einen Geistesblitz hat. Aber ich würde ihn gerne nochmal hören. Ja, ist okay. Wir können ihn nochmal hören, kein Problem. Ich würde sagen, dann starten wir auch nochmal den Track neu. Ich muss auch sagen, an einer Stelle hat dieser Track für mich so ein bisschen den Legenden von Aang, ja, Vibe an einer Stelle, die ich jetzt natürlich nicht nochmal genauer nennen kann, aber vielleicht hört das ja auch der eine oder andere raus. Das wollte ich nur mal kurz so zusagen, was ich so ein bisschen da reinterpretiere. So, Paul hat das nämlich auch schon eingeloggt. Oh Gott, euch nicht. Bazi, hast du eine Idee? Es ist in einem Hauptspiel. Wo könnte es sein? Es ist ein ruhiger Track. Aber das muss nichts bedeuten, ne? Es kann auf einmal danach eine Szene kommen, die alles abreißt, sozusagen. Ich überlege gerade, ich habe ein Spiel, was es vielleicht sein könnte. Ein Spiel kann immer wichtig sein, weil du damit ein Unentschieden schon mal, ein vorzeitiges Unentschieden dir holen würdest. Ja, trotzdem, das hört sich so an, als könnte Paul... Fuck, warte, wie heißt die? Ah. Ich weiß halt nicht, was du jetzt gerade im Kopf hast, aber ich bräuchte langsam eine Antwort, Bazi. Okay, wir haben 2 Antworten. Und zwar jeweils 2 verschiedene sogar. Das eine wäre von Paul, Omega Rubin Alpha Saphir, nachdem man Groudon Kyogre besiegt hat, beziehungsweise gefangen hat. Und Bazi hat geschrieben, dass es XY, also XY, am Ende ist, da die Musik, wenn sie beziehungsweise AZ sein Da waren Thread Meeresgeräusche. Bekommt. Da waren Meeresgeräusche. Ja, da warum dann Groudon? Und jetzt überlegt mal, welches Spiel hatte sehr, sehr viel Wasser? Sonne und Mond. Welches Spiel, beziehungsweise welcher Track könnte sein? Was für ein sehr emotionaler Track. Nachdem man die Top 4 gemacht hat. Es ist der Track aus Ultrasonne und Ultramond, beziehungsweise Sonne und Mond eben. Lillys Abschied so gesehen. Dann, wenn Scheiße. Lilly das war mein anderer Guess. Wegfährt. Und das wären 4 wichtige Punkte gewesen, aber so bleibt es weiter spannend. Wir haben ein 8-9 immer noch. Und 2 Tracks noch, ne? Und wir haben noch 2 Tracks. Und ich hab halt überlegt, weil das war auch so friedlich, nachdem man das besiegt hat. Und dann kam diese Einblendung von den verschiedenen Charakteren. Ich finde die Idee nicht schlecht. Ich finde die Idee auch nicht schlecht, die du da hast. Ja, ich dachte halt auch, das wäre halt so. Ich dachte, dass es so was Ruhiges ist oder so. Und deswegen dachte ich so, er kriegt gerade sein Fluett wieder. Meeresgeräusche. Da ist kein Meer. Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Doch, 2 Tracks haben wir noch. Tränen. Bitch. Wir haben wieder einen Remix am Start. Und Bazi ist ja so ein bisschen ein Remix-Master. Dann scheint mal zu sehen, ob er. Oh nee, mach doch nicht noch einen. Das war ein Glückstreffer. Eine Idee hat. Und hört wirklich genau hin. Ja, diesen Tipp kann ich euch geben. Thank you.
man kann diesen Track erkennen. Es ist zwar ein Remix, es ist kein einfacher Remix, aber man kann es erkennen. Deswegen, ich bin mir sicher, dass ihr beide, wenn ihr wisst, welcher Track es ist, denkt, okay, das hätte ich wissen können. Aber es ist nicht einfach, deswegen ist auch der dritten Schwierigkeit. Ich würde gerne eine Frage stellen, aber ich sollte diese Frage nicht stellen. Du solltest keine Frage stellen, die irgendwie einen Tipp geben kann. Boah. Es ist schwer, keine Frage, man kann es aber wissen. Und deswegen, ich warte auf eine Antwort von euch. Im Fall der Fälle könnt ihr es euch nochmal anhören. Wollen wir es nochmal hören? Zustimmen. Paul muss ihm ich zustimmen, weiß aber es. Er hat ich weiß es. Paul also weiß es anscheinend. Bin mir relativ sicher. Wenn ich das falsch mache, dann hasse ich mich selbst. Oh Gott. Das könnte die Vorentscheidung sein, Barzi. Das heißt, du musst jetzt auf jeden Fall, wenn er es richtig haben sollte, immerhin das richtige Spiel erraten, um noch ein Unentschieden zu bekommen. Aber wenn Paul es jetzt hier richtig errät, dann hättest du ein kleines Problem. Dann gib mir wenigstens kurz. Wobei, warte. Es ist nicht einfach, wie gesagt, wenn man ganz genau hinhört, kann man den Track erkennen. Und ich bin mir sicher, dass auch schon ein paar Zuschauer es wissen und gerade die Bildschirme anschreien und denken, Alter, nein, ich weiß es. Ich weiß mach's nochmal, mach's nochmal. Okay, wir hören uns ein letztes Mal diesen Track an und das kann alles entscheiden. Hört euch wirklich ganz genau diesen Track an, auch ihr Zuschauer da draußen. Ihr könnt es euch denken vielleicht. So, wir haben uns das nochmal angehört. Ihr habt hoffentlich nochmal ordentlich reingehört und möglicherweise wisst ihr es jetzt auch. Ich habe zwei Ideen. Ich hab irgendwie eine Vermutung, aber ich glaube... Eigentlich tendiere ich zu der anderen Idee, die ich habe, aber ich beiß mir in den Arsch, wenn es doch das ist, was ich jetzt geschrieben habe. Deswegen schreibe ich jetzt das, was ich jetzt geschrieben habe. Und ansonsten ist das andere verkraftbar. Aber ich würde mir mehr in den Arsch beißen, wenn das Richtige war. Man muss ja auch ein Spiel nennen, ne? Ja. Genau. Ein Spiel ist halt auch super, super wichtig. Das gibt wichtige Punkte. Deswegen, ich warte auf eine Antwort von euch. Beziehungsweise von Barzi, weil Paul hat bereits eingeloggt. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben zwei Antworten. Barzi hat geschrieben, dass es aus Hardcore Soul Silver die Alphruin sein sollen. Paul hat geschrieben, der Pyroberg in Oras, beziehungsweise Rubin Saphir, ne, weil... Kann ja sein, Remix ist ja jetzt nicht so wichtig. Ja, genau, das war meine Frage. Also da, wo es die ganzen Geistmons gibt, denn die Sache ist, beim Pyroberg gibt es zwei Abschnitte. Wir haben einmal den Bergabschnitt und einmal... Deswegen habe ich das gerade noch dazu geschrieben, mit den Geist-Pokémon. Abschnitt, wo die Pokémon ja im Berg auch fangbar sind und so weiter und so fort, beziehungsweise eben, ja, diese Geist-Pokémon. Genau, das meine ich. Und es ist der Abschnitt im Pyroberg und damit bekommt Paul die volle Punktzahl... 4 Punkte, es ist tatsächlich der Pyroberg und somit hat er die volle Punktzahl. Beziehungsweise auf Englisch gibt es auch noch das Shoal Cave, beziehungsweise die Küstenhöhle, da wäre der Track auch noch vorgekommen. Okay. Also das hätte ich ebenfalls Punkte gegeben. Ich bin so glücklich, weil ich habe überlegt, es ist doch vielleicht der Pokémon-Turm, ich weiß es nicht, switche ich dann noch rüber. Aber wie gesagt, wenn das jetzt, hätte ich das geswitcht, ich hätte mir jetzt so in den Arsch gebissen. Ja, und damit hat Paul tatsächlich die Vorentscheidung geholt. Aber wir werden natürlich trotzdem weitermachen. Vielleicht habe ich mich ja auch bei den Punkten verzählt. Ich würde sagen, wir machen trotzdem die letzte Schwierigkeit. Wir haben hier noch ein Spin-off und vielleicht wisst ihr es ja. Wir legen einfach mal los. Groovy. Habt ihr eine Idee? Ja, Groovy ist es definitiv. Habt ihr auch eine Idee, was für ein Track es sein könnte? Wie gesagt, es geht jetzt hier tatsächlich nicht mehr um allzu viel, aber ihr könnt gerne nochmal eine Antwort reinschreiben. Barzi hat auch schon direkt eingeloggt, einfach reingehauen in die Tasten. Und Paul, was denkst du denn? Hast du eine Idee, aus welchem Spiel es kommt? Du kannst ja jetzt auch laut sagen, tatsächlich, weil Barzi ja eingeloggt hat. Vielleicht will ich ja noch was umändern. Nee, jetzt, also du hast eingeloggt. Hast du eingeloggt, Barzi? Ja, ich hab halt eingeloggt, aber
Trotzdem. Gut, dann kann, nein, wenn du eingeloggt hast, dann kannst du okay, kann ich, kann ich sagen. Ich hätte gesagt, das ist Pokémon Super Mystery Dungeon. Der Kampf gegen Max Axe. Okay, die Sache ist, Bart hat gar nicht Super Mystery Dungeon gespielt, deswegen kann ich schon mal sagen, das wäre gar nicht dran gekommen. Und zwar ist es die Schroffküste aus Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Zeit und so. Erkundungsteam Dunkelheit. Gut. Naja, muss man nicht wissen. Man muss natürlich auch mir nicht sagen, dass es die Schroffküste ist, sondern man muss halt mir halt nur erklären, was für ein Dungeon es ist. Also es ist nämlich ein Dungeon. Und ja, dafür jetzt natürlich auch nochmal 4 Punkte geben. Aber war nicht einfach, deswegen war es jetzt ja auch der letzte Track. Und damit haben wir tatsächlich den allerersten Finalisten, und zwar den guten Paul. Aber ich muss sagen, Bart hat sich trotzdem gut geschlafen. Und vor allem hier die 4 Punkte da bei dem Remix. Also GTS, das, Alter. Das hat mich extrem überrascht und ich glaube auch viele andere, weil ich glaube, das hat kaum jemand auf dem Schirm. Du musst sagen, einer, das wusste ich nicht. Naja, so legit, legit, wenn ich dran denke, was in der ersten Runde so für Musik dran kam, da kann ich mir noch aus, aber heute, da hast du, glaube ich, gerade die rausgesucht, bei denen da nee. Also ich glaube wirklich, in der ersten Runde habt ihr beide so ein bisschen enttäuscht. Also, da muss ich echt sagen. Ja, ich gebe auch zu, das war keine gute Leistung. Aber die hebe ich mir auch fürs Finale auf. Natürlich, also. Das ist alles nur hier die Fassade, ne? Damit ja. Dein Gegner im Finale nicht weiß, was du so kannst. Richtig, schon, richtig. Schon. Gut, damit vielen, vielen Dank, Barzi, dass du dabei warst in diesem Format für 2 Folgen. Und Dankeschön natürlich auch Paul. Ich werde dich wiedersehen im Finale. Und hi. Damit kann ich jetzt nochmal die letzten Worte an euch begeben. Aber wir sind schon hier lange das drin, deswegen fasst euch kurz. Tschüss. Fucking GTS. Tschüss.